Freut mich heute hier zu sein, um Ihnen über das Thema Open Power zu berichten. Also in meinem Vortrag wird es weniger um Open Source Software gehen, sondern mehr um die Frage, was kann der Open Source Gedanke für das Hardware Development, für das System Development tun. Ich darf mich schon mal vorstellen, also mein Name ist Heiner Giefers, ich arbeite am Research Lab, am IBM Research Lab in Zürich. Das Lab feiert dieses Jahr das 60-jährige Bestehen, wir haben also eine sehr lange Tradition. Ziemliche Bekanntheit haben wir in den 80er Jahren erlangt, als wir 2 Nobelpreise gewonnen haben in Physik. Es kommen also insgesamt 4 Nobelpreisträger aus dem Labor in Zürich. Und das Labor hat zum aktuellen Zeitpunkt ungefähr 300 Mitarbeiter. Die meisten davon sind Researchers aus über 40 Nationen, wenn ich die Zahl richtig erinnere. Und wir arbeiten in IBM-internen Projekten, aber auch in vielen, vielen Verbundprojekten. So waren wir in etwa 300 Projekten der letzten EU-Rahmenprogramme beteiligt und haben da mit vielen hundert Partnern in der ganzen Welt zusammengearbeitet. Ja, da sehen Sie es nochmal schriftlich. Das Thema heute ist aber Open Power und die Entwicklung von zukünftigen Serversystemen. Welche Probleme stehen dort an? Nun, man sieht etwa seit der Jahrtausendwende, dass die Performance, also die Leistungsfähigkeit von Mikroprozessoren nicht mehr in dem gleichen Tempo, sich nicht mehr in dem gleichen Tempo verbessert, wie wir das gewohnt waren. Das Problem ist einfach, durch die hohe Integrationsdichte erreichen wir auch immer eine immer größere Energiedichte auf dem Chip. Das heißt, wir können die Prozessoren nicht mehr schneller takten. Also in der Tat sieht man in den letzten Jahren eigentlich eine Stagnation der Taktraten. Nichtsdestotrotz erfordern heutige Anwendungen, Stichwort Big Data, eine konstante Steigerung der Performance. Und die Frage ist nun, wie kann man also diesen Gap, der sich da ergibt, zwischen der erwarteten Performance und der tatsächlichen Performance füllen? Und die Antwort hier ist eigentlich nur durch Innovation. Und diese Innovationen müssen auf dem gesamten Systemspektrum erfolgen. Das heißt also von der, vom Betriebssystem, System-Level-Software, bis zum Networking über spezielle Accelerators oder intelligente Storage-Lösungen. Und Open Power schafft nun ein Framework, um solche Innovationen, die wir brauchen, gedeihen zu lassen. Und das passiert hauptsächlich durch den Gedanken des Open Developments. Also die Partner in Open Power teilen Spezifikationen, teilen gemeinsame Roadmaps, viele Informationen, um so Innovationen zu beschleunigen. Wir möchten in Open Power viele Industry Leaders zusammenbringen an einen Tisch, um gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Und sozusagen das Grundgerüst hier ist die Power-Architektur von IBM, auf der die gesamte Foundation aufbaut. Gestartet ist Open Power 2013 mit 5 Gründungsmitgliedern. Zum aktuellen Zeitpunkt haben wir mehr als 230 Partner im Konsortium. Und diese Partner verteilen sich über den gesamten Systemstack. Also wir haben ein paar Partner, die sich um das reine Chipdesign kümmern. Darüber gibt es Hersteller, die Boards und Systeme fertigen. Wir haben viele, auch kleinere Unternehmen, die I/O, Storage und Acceleration Lösungen anbieten. Und darüber geht es dann hinaus über System Integration, System Level Software bis zu den Anwendern. Ja. Also die Geschwindigkeit, in der die Organisation gewachsen ist, zeigt auch ihren Erfolg. Ich möchte nun 3 Punkte einzeln nennen, die darstellen, was Open nun wirklich für Open Power bedeutet. Also ganz wichtig ist eben Open Collaboration und Open Roadmaps. Es ist nicht besonders schwierig, Teil des Open Power Consortiums zu werden. Es gibt keine besonderen Aufnahmeregeln. Jeder kann Mitglied werden. Es gibt allerdings verschiedene Membership Levels. Und ein höherer Membership Level ermöglicht mehr Einflussnahme, bringt aber auch größere Bedingungen mit sich. Ja? Also man zahlt eventuell höhere Beiträge oder muss mehr Mitarbeiter in die Organisation absenden. Ja. Darüber hinaus sind die Open Roadmaps ganz wichtig. Also das heißt, alle Partner
veröffentlichen ihre Roadmaps in bestimmten Produktbereichen und können sie so alignen und zu innovativen gesamten Produkten kommen. Open Standards sind ganz wichtig. Das heißt, innerhalb von Open Power haben wir 13 Workgroups zum aktuellen Zeitpunkt, die nochmal weitere Untergruppierungen haben. Und hier werden Standards, Spezifikationen entwickelt und in einem demokratischen Prozess auch beschlossen. Also Teilnehmer in diesen Workgroups haben Votingrechte und können so gemeinsam über zukünftige Spezifikationen abstimmen. Wir haben zum Beispiel eine Workgroup, die sich um das Thema Personalized Medicine beschäftigt, also ein Thema, was auch Roche zum Beispiel interessieren könnte. Die vielleicht wichtigste Spezifikation in Open Power ist CAPI. CAPI ist ein neues Accelerator-Protokoll, also ein Link, mit dem man Accelerators eng an eine Power-CPU koppeln kann. Ich werde später noch ein paar Details dazu nennen. Hier ist interessant, dass gerade vor 2 Wochen sich ein neues Konsortium geformt hat, was diese Idee auch auf andere Plattformen übertragen möchte. Das Ganze nennt sich OpenCAPI und ermöglicht jetzt auch anderen Prozessorherstellern, wie zum Beispiel AMD, die Teil des Konsortiums sind, an diesem Standard mitzuarbeiten. Und auch hier gilt, alle Spezifikationen sind offen und wir laden eigentlich jeden ein, hieran zu mitzuarbeiten. Ja, und nicht zuletzt haben wir auch Open Hardware und Open Source Software in Open Power. Das prominenteste Beispiel hier ist vielleicht die Power CPU selber, was vor Jahren also noch völlig undenkbar war, ist, dass IBM nun die Power lizenzierbar gemacht hat. Das heißt also, Open Power Members können die Power IP lizenzieren und damit eigene Chips fertigen. Und das ist nicht nur theoretisch möglich, sondern auch tatsächlich schon passiert. Also die chinesische Firma PowerCore hat in diesem Jahr eine eigene CPU auf Powerbasis vorgestellt. Darüber hinaus bieten wir IP für andere Teile des Systems an, zum Beispiel Building Blocks für unseren CAPI, für das CAPI-Interface, dass also nun Partnern, die einsteigen möchten in dieses Protokoll, das Development oder das Starten mit dem Development wesentlich erleichtert. Auf Software-Seite versuchen wir möglichst alles Open Source zu machen. Das heißt, der komplette Firmware-Stack für Power ist offengelegt mittlerweile, bis auf die allerunterste Schicht. Also Sie können sich auf GitHub den kompletten Firmware-Stack ansehen und herunterladen. Und in dem Zusammenhang veröffentlichen wir auch IBM-interne Tools, die wir fürs Development benutzt haben. Auch die gehen Open Power. Ich habe 2 Beispiele genannt, die mittlerweile Open Source sind. Und natürlich ist jetzt Open Power Hardware für Linux konzipiert. Alle großen Distributionen unterstützen mittlerweile Open Power Hardware und wir haben mittlerweile über 3200 ISV, also Softwarehersteller, die auf Power entwickeln. Erleichtert hat das Portieren von Software auf Power eindeutig, dass mit Power 8 die Power-Architektur Little Endian unterstützt. Sie wissen vielleicht, dass Intel-Prozessoren oder der Großteil der Mikroprozessorwelt Little Endian, also das Byte-Ordering ist Little Endian. IBM war traditionell Big Endian. Was sich wie ein kleiner Unterschied anhört, ist ein extremer Unterschied und macht extreme Probleme in dem Portieren von Software. Das haben wir hiermit behoben und wir sehen also, dass die viele, viele Open Source oder kommerzielle Software mittlerweile auf Power portiert ist. Ein Spezialfall sind vielleicht noch High-Performance Computing Codes. Die sind häufig sehr auf die Architektur optimiert, aber auch hier haben wir die großen Pakete mittlerweile nicht nur portiert, sondern auch in optimierten Varianten für Power verfügbar. Ich möchte jetzt nochmal auf die Roadmap zurückkommen. Das heißt also, wie sieht Open Power Hardware aus? Wie sehen die Systeme aus? Und wie sehen vielleicht zukünftige Systeme aus? Aktuell sind wir hier, also wir hatten in den letzten 2 Jahren die ersten Power 8 Systeme. Power 8 Systeme oder Open Power Systeme haben üblicherweise auch Nvidia GPUs für die Beschleunigung von compute-intensiven Workloads. Und die Network Interfaces in Open Power macht zum großen Teil Mellanox. Ja.
Vor einigen Wochen haben wir ein neues Power8-System angekündigt oder verfügbar gemacht, das sogenannte Minsky-System. Und hier nutzen wir zum ersten Mal NVIDIAs neue Pascal-Architektur. Pascal hat ein besonderes neues Feature, das nennt sich NVLink und ist ein Link mit sehr hoher Bandbreite, um eigentlich GPUs untereinander zu verbinden. Aber durch Open Power, durch die Zusammenarbeit mit NVIDIA, haben wir diesen Link auch auf der Power-CPU verfügbar gemacht und Sie können nun eine NVIDIA-GPU mit einer Bandbreite von 80 GB pro Sekunde an eine CPU koppeln. Und genau solche Systeme haben wir kürzlich herausgebracht. Ja, und wir planen dann noch einen Schritt weiter zu gehen. Also die Bandbreite zu Accelerators, also zu anderen Processing-Capabilities im Server, wird sich weiter verbessern. Also wir werden einen neuen Accelerator-Link mit Power 9 einführen, der die Bandbreite nochmal erhöht. Um ein paar Zahlen zu nennen, habe ich hier mal die Performance-Steigerung gegenüber PCI Gen 3 aufgeschrieben. Also wir sprechen um einen Faktor 10 Improvement gegenüber aktuellen Standards, den wir erreichen. Ich hatte schon mehrfach CAPI, also den Coprozessor-Link, erwähnt. Es würde etwas den Rahmen dieses Vortrags sprengen, wenn ich auf die Details eingehen werde, aber vielleicht ein paar Ideen. Die Idee von CAPI ist also ein Coprozessor an den Hauptspeicher der CPU zu koppeln. Ja? Und zwar in cache-kohärenter Weise, sodass auf den gleichen virtuellen Adressraum geschrieben und gelesen werden kann, wie es ein Thread oder ein Task von einem CPU-Core machen kann. Und was man dazu braucht, oder was wir benutzt haben, ist ein Proxy-Core, der direkt auf dem Powerchip implementiert ist und sozusagen die latenzkritischen Teile des Protokolls implementiert. Ja, dafür muss man für vieles, was latenzkritisch ist, nicht mehr off-Chip gehen, sondern kann das direkt auf dem Chip lösen. Und damit bekommen wir einen Link, der komplett kohärent ist. Und was das bedeutet ist, man muss jetzt nicht mehr über den Device-Treiber gehen, um mit seinem Gerät zu kommunizieren, sondern kann es über Shared Memory machen. Und das spart im Grunde Tausende von Instruktionen, die man im Device-Driver benutzen oder verbrauchen würde. Ja, und damit lassen sich jetzt nun interessante Lösungen bauen. Also eine habe ich hier mal beispielhaft aufgezeigt. Hier geht es darum, eine typische NoSQL In-Memory-Datenbank, die Sie hier sehen, zu ersetzen. Also was Sie normalerweise machen ist, Sie speichern Ihre Daten im Hauptspeicher von verschiedenen Nodes. Es müssen verschiedene Nodes sein, weil Sie normalerweise mehr Daten ablegen wollen, als Sie Hauptspeicher in einem Node zur Verfügung haben. Okay, also Sie brauchen in der Größenordnung 16, 32 verschiedene Nodes, um Ihre Datenbank zu implementieren. Was wir nur mit CAPI machen können, ist, dieses gesamte Rack durch zwei Nodes zu ersetzen. Und zwar eine Power8-CPU, die über diesen schnellen Niedriglatenz-Link an ein Flash-Array angekoppelt ist. Ja. Damit erreichen wir vielleicht nicht ganz die Zugriffszeiten wie auf DRAM, also wie auf den Hauptspeicher, aber wir sind deutlich schneller, als wenn wir die Box über einen Standard-PCI-Link anschließen würden. Ja. Und die Vorteile liegen jetzt natürlich auf der Hand. Also wir haben eine drastische Reduktion der Infrastruktur, geringere Kosten und haben Energieeinsparungen von einer ganzen Größenordnung von etwa 12. Von einem Faktor 12 hier. Also das ist ein Beispiel, wie man CAPI einsetzen kann. Wir haben noch viele weitere CAPI-Solutions im Portfolio, auf die ich aber jetzt nicht näher eingehen möchte. Sondern ich möchte Ihnen lieber noch mal ein paar Systeme präsentieren, die im Rahmen von Open Power entstanden sind. Die Folie hier zeigt non-IBM-branded, also Open Power-Systeme, die nicht von IBM kommen. Google hat schon 2014 ein eigenes Server-Mainboard auf Power8-Basis vorgestellt. Daraus ist natürlich kein Produkt geworden, was auch untypisch für Google wäre. Allerdings hat ein großer Cloud-Provider, Rackspace, ist vielleicht vielen ein Begriff, einen eigenen Entwurf gemacht für ein Power8-System. Und das Interessante ist nun, dass sich Rackspace und Google zusammengeschlossen haben und schon ein neues Design für Power 9 erstellt haben. Und das komplette Design ist ein Open Compute Project,
Die Spezifikationen wurden vor einigen Wochen online bestellt. Das heißt, Sie können sich also die komplette Spezifikation von diesem Server frei runterladen und das Gerät im Grunde nachbauen. Ja. Es gibt natürlich noch viele andere Systeme, OpenPower-Systeme von anderen Herstellern. Informationen dazu finden Sie im Netz. Ja, ich hatte Google erwähnt und Google ist eigentlich ein ziemlich interessanter Partner für OpenPower, alleine schon wegen der Größe. Ja. Und in diesem Jahr hat Google offengelegt, dass sie ihre komplette Infrastruktur, also ihre Softwareinfrastruktur, auf Power portiert haben. Das ist für uns ein sehr wichtiger Schritt, weil damit wird ein Internetgigant wie Google unabhängig von Intel. Ja, also es gibt nun eine zweite Serverplattform, die den Software-Stack unterstützt. Für uns war das eine ziemlich gute Nachricht. IBM macht aber auch eigene Power-Systeme. Hier sind zwei Beispiele. Das erste Power-System ist das S8-22LC, der sogenannte Firestone. In diesem Sommer haben wir ein neues System, ein Upgrade vorgestellt, was eben die neuen Pascal-GPUs von NVIDIA integriert. Und Sie sehen hier schon auf dem Schaltbild, das ist ein wahres Bandwidth-Monster. Also auf keinem anderen System dieser Welt haben Sie ähnliche Bandbreiten von der CPU, vom Speicher zu einer GPU. Und natürlich bauen auch wir diese Systeme in Verbindung mit Partnern. Ja? Also viele der Komponenten kommen nun eben von OpenPower-Mitgliedern. Und da die Entwicklung der einzelnen Komponenten nun auch kostengünstiger passieren kann, wird das Gesamtsystem günstiger. Also wir reden hier von Einstiegspreisen um die 10.000 Dollar. Die gute Nachricht ist, also es ist günstig, aber die gute Nachricht ist, Sie müssen sich kein solches System kaufen, um auf Power entwickeln zu können. Wir haben eine ganze Reihe von Cloud-Lösungen parat. Das beginnt bei Bare Metal Cloud. Also wir haben vor 2 Jahren ungefähr die Firma Softlayer, ist ein großer Player im Bereich Bare Metal Cloud, gekauft und bieten hierüber Power Nodes an. Wir haben aber auch andere Cloud-Plattformen, so zum Beispiel die IBM Power Developer Cloud, wo auch ISVs kostengünstig Zugriff auf Power-Hardware bekommen können. Ja. Auf Plattformebene haben wir Bluemix. Bluemix bietet eine Vielzahl von APIs für die Entwicklung von Anwendungen. Wir haben zum Beispiel IoT-Plattformen oder Analytics-APIs parat in Bluemix. Und natürlich auch komplette Solutions, die in der Cloud leben, in einem Software-as-a-Service-Portfolio. Unsere Sandbox im Bereich Cloud ist SuperVessel. SuperVessel ist ein Projekt, was OpenStack und OpenPower-Hardware verbindet und Systeme im Grunde zu Nullkosten Universitäten, Studenten, Partnern zur Verfügung stellt. Und diese Plattformen sind häufig auch sehr experimentell. So arbeiten wir im Research Lab in Zürich gerade an einer Variante dieser Cloud, die speziell auf Accelerators zugeschnitten ist. Also wir wollen hier Hardware Acceleration machen, speziell über FPGA-Plattformen. Ja, und ich habe auch eine Demo parat, die ich Ihnen vielleicht später nochmal zeigen kann an der Booth. Was heißt es für Sie, wenn Sie Power oder wenn Sie Software auf Power portieren möchten? Da lassen wir Sie als IBM nicht alleine, sondern Sie haben eine Vielzahl von Ansprechpartnern. Wir haben insgesamt 3 Power Acceleration and Design Centers, wo man im Grunde mit Spezialisten, mit System-Spezialisten zusammen daran arbeiten kann, Software für Open Power Hardware zu optimieren. Und darüber hinaus noch mehr als 50 Innovation Centers, die Ihnen Zugriff auf Power Hardware geben oder erleichtern, Zugriff zu bekommen. Und die noch bei der Portierung von Software auf Power helfen. Das ist meine vorletzte Folie und die zeigt ein Announcement für ein Event, was gerade heute startet. Ja. Also die tollsten und neuesten Open Power Mitteilungen konnte ich Ihnen sozusagen nicht verbreiten. Die werden erst dort bekannt gegeben. Schauen Sie mal auf die Webseite hier, wenn es Sie interessiert. Da werden viele Neuerungen angekündigt. Das ist der erste Event, der in Europa stattfindet, dieser Art. Okay, das war mein Vortrag. Ein,
Analyst hat mal gesagt, dass Open Power die Rebel Alliance of the Industry ist. Ja, und wenn das stimmt, dann lade ich Sie ein, also Teil dieser Rebellion zu sein und vielleicht mal auf Power Hardware zu entwickeln. Vielen Dank.